Moin Moin und hallo, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal der Tops TV packt aus, denn heute möchte ich mit euch von Elgato das Keylight Air auspacken, mal zeigen, mal schauen, was drin ist und ja, lassen wir uns mal überraschen. So, schauen wir uns mal die Verpackung an. Ja, das ist die Streamer-Lampe oder Studio-Lampe. Mit App-Control, 1400 Lumen, einstellbare Farben von, oder Farben von kalt zu warmweiß, ziemliches Flat, also flaches Profil und eine eigene standfeste Base. So, hier einmal die Höhe, kann das einskalieren? Ja, es ist so circa 20,5 cm mal 20,5 cm die Lampe. So ausgefahren ist die dann circa Minimum 60 cm, Maximum 89 cm. Und der Fuß, der misst circa 20 mal 20, also 20,5 mal 20,5 cm. Da haben wir den Einblick von der App. Dann haben wir ein, ja, das professionelle halt Studiobeleuchtung von, gucken wir gleich in den Tabellen nochmal nach. Hier haben wir nochmal den Ultra Soft Balance, halt sehr ziemlich flaches Design, voll einstellbar. Und hier noch ein paar technische Daten. 1400 Lumen, 2900 bis 7000 Kelvin einstellbar, 25 Watt WLAN mit Android, iOS oder der PC-Software steuerbar. Aber wir schauen auch mal rein. Machen wir mal auf hier. Holen wir das mal raus, was sich da drin versteckt, und schauen mal gemeinsam rein. Na komm schon. Da kommt's langsam raus. Sitzt ziemlich fest drin. So, da haben wir es ja auch schon. Was ein Akt. Aber ist ja auch gut gepolstert drin. Hier haben wir auch schon eine kleine Anleitung, wie wir es zusammenzubauen haben. Mit dem Strom, mit der App. Und so weiter und so fort. Okay, das legen wir zur Seite und dann fangen wir mal hier außen an, würde ich sagen. Da holen wir das erste mal raus, da ist auch schon, das legen wir mal zur Seite, die Lampe drin, wie gesagt 20,5 mal 20,5 cm. Und da haben wir einen Reset-Knopf, Strom, Verschraubung und Anus, An- und Aus, Anus, An- und Aus-Knopf. Er hat Anus gesagt. So, das nächste ist der Stand. Legen wir auch mal zur Seite und schauen uns den Fuß einmal an. Da haben wir ihn. Der Rückseite, Beschriftung, Folie ist noch drauf. Okay. Dann haben wir hier das Gestänge, wie man so sagt, ausfahrbar mit einer Zentimeteranzeige. Anzeige.
So, und als nächstes haben wir auch schon, das legen wir mal raus. So, einen kleinen Karton und da verbirgt sich allerlei drin. Packen wir mal vorsichtig aus. So. Hier eine kleine Broschüre und so weiter und so fort. Das kommt daran. Hier haben wir auch schon das Netzteil. Und wo haben wir ihn? Hier haben wir auch unseren Stromadapter. Den stecken wir rein. Klick drin. Dann haben wir noch drei verschiedene für alle gängigen Formate. Und dann haben wir noch da ein paar Verschraubungen. So, dann gucken wir uns als erstes mal die Lampe an. Ne, den Fuß. Genau, den Fuß. Da sollen wir ja... Hier ist so eine Markierung. Die stecken wir dann hier rein. Und dann haben wir eine... Moment, das mache ich eben. Eine Schraube. Die normalerweise sitzen sollte. Oder haben wir die falsche? Nein, das war der andere. Okay, der war das. Da waren ja zwei verschiedene bei. So, den drehen wir auch nicht fest. Und dann haben wir den Fuß schon mal stehen. Dann haben wir hier... So eine baumannartige Figur, die sollen wir laut Beschreibung hinten in die Lampe reindrehen. Also hier und drehen sie hier. Nein! So, dann kommt der schwierigere Teil. Schauen wir mal, ob wir das hier reinkriegen. Genau so nicht. Also auf der Schwertmonat. Okay, machen wir das. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? So, zusammenschrauben und das war's auch schon. So, bam, da haben wir sie. So, da haben wir sie auch schon stehen. An dem Rädchen können wir den Neigungswinkel noch einstellen. Dann haben wir das andere Rädchen. Da können wir die Höhe einstellen. Ich fahre mal komplett aus. Weil es interessiert ja dem einen oder anderen bestimmt auch, was die maximale Höhe ist. Ich hole mal einen Zollstock. Und, ich muss das ein bisschen kippen. Moment, so geht das nicht. So geht das. Und dann haben wir auch eine knappe Höhe von insgesamt 1 Meter. Unterhalb der Lampe 80 cm. Die Mitte ist 88. Ich stelle es mal wieder runter. So. Dann fahren wir den nochmal komplett ein.
So. Und dann haben wir eine Höhe von 72 cm. Ich kann das ein bisschen kippen. So. 72 cm und unterhalb ca. 50 cm. Das ist die Lampe. Na, dann packen wir nochmal Strom rein. Testen das noch einmal. Normalerweise müsste die einmal kurz angehen und dann wieder aus, wenn ich sicher bin. Ja. So. Da ist die Lampe. Und per App wird sie nachher verbunden zum Testen. Und nach dem Video oder im Anschluss von diesem Video hier zeige ich euch den aufgebauten Zustand, wie sie dann leuchtet. Und ja, wie es dann funktioniert. Ich hoffe, ihr bleibt dran und seid gespannt und sehen uns dann gleich. Bis gleich. So, wie versprochen im Anschluss habe ich die Lampen mal angebaut, angeschlossen und die Software installiert. Da ist sie, die Elgato oder das Elgato Control Center mit dem Center. Kann man die Lampen komplett steuern. Übrigens, man kann es auch per Handy-App, aber hier lassen sie sich genauso gut steuern. Man kann sie einschalten, beide zusammen. Man kann die Farbtemperatur wählen. Ich hoffe, das ist auf dem Handy hier erkennbar, weil das leuchtet doch schon sehr stark. Ich versuche mal ein wenig dunkler zu machen. Vielleicht kann man das dann besser erkennen. Weil hier leuchtet nur weiß auf weiß. Ah, jetzt kann man das besser sehen. Hier kann man die Farbwärme einstellen. Mit dem oberen Schalter. Und hier kann man die Intensivität der Lampen einstellen. Und das Schöne ist, dass es bei der Software gekoppelt ist, dass beide Lampen zusammen funktionieren, was natürlich hervorragend ist. Ja, ich kann die Lampen empfehlen, die gefallen mir wirklich, wirklich sehr. Elgato, ja, gute Arbeit gemacht. Von daher hoffe ich, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen über die Lampen und habt vielleicht selber Bock drauf, dann kann ich sie euch nur empfehlen und hoffe, ja, ihr empfehlt meinen Kanal weiter, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, das wäre mega nice von euch und schaut meine nächsten Videos auch wieder an, das würde mich sehr freuen. Von daher vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, bye bye, euer Tops.